Deutsche Memes mit Legenden Status wird präsentiert von Meme Container. Wie findet ihr eigentlich die Friese? Seiten auf Null? Seiten auf Sifra? In der Tat. Außerdem sind Spidget-Finder momentan extrem im Trend. Deswegen beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Okay, er dreht sich auf jeden Fall sehr flüssig, was sehr, sehr schön ist. Also beschweren kann man sich da normalerweise auch nicht. Er dreht sich nicht allzu lange, aber es geht eigentlich. Es geht eigentlich wirklich. Also beschweren kann man sich normalerweise nicht. James, lass Melissa nur. Hau ab. Ich liebe Melissa. ZDF-Kamerateam. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Frontalaufnahme. Sie haben eine Straftat begangen. Chicks und so. Wie? Paar Chicks und so. Paar Chicks? Ja, Mann. Paar Chicks klären hier in Hamburg oder was? Na klar, du weißt Bescheid. Hast schon was geklärt heute, oder? Ja, eine. Eine? Ja, Mann. Und dann heute Abend Pfeife oder was? Ja, Bro, mal gucken, ne? Mal gucken, ne? Bisschen Fortnite, wie ist das? Fortnite. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Nicht so tief, Rüdiger! Sei bitte vorsichtig, sei ganz vorsichtig, bitte. Hey, keine Kapriolen, Rüdiger. Bitte, bitte, bitte. Gib mir die Fernbedienung. Gib mir das Steuer, bitte, komm. Ich bin's der Fabio, Samstag gibt eine fette Party und ich bin dabei. Ich bin's Patrick und ich bin auch dabei. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. Ich bin reich und ich's auf alles. Diesen 600.000 Euro Rolls-Royce habe ich in einem Monat verdient. Und wenn du wissen willst, wie das geht, schreib mir eine Nachricht. Ich zeig's dir. Was ist das Erste, was du machst, wenn du rauskommst? Das Allererste, ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köfterspieß, weißt du? So einen schönen Köfterspieß. Kolbstraße, ein Köfterspieß erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Hawal, gib mir einfach nur einen Köfterspieß. Dazu einen schönen frischen Eidern aus dieser Maschine, weißt du? Wo man den selber so all-you-can-drink-mäßig zapfen kann. Und dann ein Handy besorgen, Mann. Ich brauche ein Handy, Mann. Ich brauche ein Handy. Ich muss raus! Okay. Selber schuld. Nee. Dann musst du die woanders machen. Wo nee. Länger ist. Nee. Reingelegt. Reingelegtes Lügen. Nee. Jawohl. Nee, das darfst du nicht. Lügen darf man nicht sagen. Lügen darf man sagen. Aber nee. Lügen darf man nicht machen. Lügen darf man nicht sagen. Lügen darf man sagen, aber nicht lügen. Das heißt, bedeutet, und ich das Mama sage, du das aufhören solltest. Petze. Nee. Na wohl. Nee. Petze. Nee, du bist eine Petze. Selber. Nee. Selber. Wir haben doch bestimmt eine Liebste zu Hause oder einen Liebsten. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institution sind Sie? Sind Sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen? Ach so, jo. Ich habe jahrelang einen Kollegen mal wieder getroffen oder was. Und der sagt bei jedem Satz oder was, ne? Und dann hat angewöhnt. Ich habe mich mit denen stundenlang unterhalten, Robert. Und auf einmal sitzt er in mich drin, Robert. Naja, und bei dem, wenn du den zuhörst, Robert, das geht ja noch schneller, Robert. Ich muss irgendwie, manche haben mich schon angesprochen, Robert, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Aber das ist dann so eine Angewöhnheit, auch gehört zum Ruhrgebiet, Robert. Ne? Wie oft sagen Sie so am Tag, oder was? Ich zähle das ja nicht, Robert. Einer hat mal gesagt, ich soll mal nichts sagen, Robert. Ne? Ja, dann ist das wie eine Pause. Guck, jetzt werde ich wieder oder was gesagt oder was? Nein, das geht gar nicht. Du bist ja auch der Wattmann. Jo, manche sagen schon Wattmann zu mir oder was. Ne? Seiten auf 10, glaube ich. Also nicht super, aber schon geil. Halbe Stunde gebraucht, Bruder. Fresh, Alter. Richtig fresh, ey. Früher habe ich den Termin vor seinem Mama ausgelacht. Sind gekommen, warum bist du hier? Terminversagen. Spaß, Pfeife, Opfer.
Weißt du, was mich gerade die ganze Zeit nervt? Ich kann mich nicht konzentrieren. Siehst du die Schränke da oben? Guck mal. Der erste Schrank mit dem oberen unteren passt genau. Oder nicht? Der erste obere mit dem unteren passt genau. Der zweite nicht, obwohl sieht gleich groß aus. Das stresst mich gerade richtig. Verstehst du, was ich meine? Der erste passt perfekt, der zweite auf einmal nicht mehr. So eine komische Sache. Das bringt mich zum Nachdenken. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Turn up, einfach Orangensaft. Frag nicht, was für Saft. Bitte. Einfach. Ich würde Sie bitten jetzt. Nee, was für Saft? Fassen Sie mich an. Orangensaft. Fassen Sie mich nicht an. Das ist nämlich Homo-Shit. Den Täter einzuwirken. Ich kann dem Angreifer deutlich zeigen, deutlich artikulieren, was ich will. Ich zeig's Ihnen mal. Halt! Oder ich kann Zeugen auffordern, mir zu helfen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Das wirkt in vielen Fällen abschreckend auf den Täter und in den meisten Fällen können Sie auch aus so einer Situation in eine gesicherte Position kommen. Die also diese Menschen... diese Menschen sollte man... Patrick, ey. Nein, darüber macht er sich nicht lustig. Also darüber macht man sich nicht lustig. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? Ja. Jubeln, einfach jubeln. Jubeln! Dieter Afraad ka kehna tha ki is burger ka jawab nahi. I came all the way from Germany just for this delicious burger. Very good, tasty burger. To all my friends in Germany we say, voilà, der Burger hat nicht geschmeckt. All my friends told me about this burger. Das ist ja normal, ne? Annegret kann einfach nicht genug von ihrer Leibspeise kriegen. Mettbrötchen. Ohne Brötchen. Dass sie bereits Diabetes hat, stört sie nicht. Was zählt, ist einzig und allein der Geschmack. Batschatschi. Oh, ist das schöne Machi Machi, wie Parachi, in Palachi. Mmh. Welcome.